Guten Morgen. Guten Morgen. Heute wollen wir die Wanderschuhe mal im Auto lassen. Richtig. Und machen uns mit den Rädern auf den Weg. Vielleicht noch mal kurz, wo wir hier sind. Das ist Osttirol. Wir sind im Örtchen Obertiljach. Und wie das Ganze hier so richtig heißt, das wissen wir auch nach so vielen Jahren, die wir hier schon herfahren, nicht so genau. Im Moment sind wir der Meinung, das ist das Geiltal. Ja, es ist, also das ganze Tal ist irgendwie, glaube ich, das Lesachtal. Ja. Dann fahren wir jetzt mit den Rädern runter zum Flüsschen Geil, deswegen ist es das Geiltal. Mhm. In die Richtung sind die Lienzer Dolomiten, die Berge. In die Richtung ist der Karnische Kamm. Hinter diesen Bergen dort, ich weiß nicht, kann man die jetzt sehen, aber ich wusste eigentlich. Mhm. Da ist jetzt schon Italien. Und obendrauf verlief im Ersten Weltkrieg die Frontlinie. Also da sieht man auch noch alte Stellungen. Unterkünfte von den Soldaten und so. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir es die Tage noch schaffen, da mal hoch. Mal gucken, wissen wir noch nicht. Wir melden uns von unten nochmal wieder. Was vielleicht für euch Camper dann auch interessant ist, unten gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz. Den zeigen wir euch kurz, da fahren wir mit den Rädern eh lang. Ja. Wir melden uns, denke ich, morgen von der Geil. Ne? Ja. Kommt mal mit. Ja. So, wir sind jetzt vom Dorf aus 1,6 Kilometer mit dem Rad eigentlich nur bergab. Also wir haben nicht einmal getreten. Sind jetzt hier unten im eigentlichen Geiltal. Hier hat die Gemeinde einen Kinderspielplatz angelegt und hier gibt es auch noch mal so einen kleinen Teich. Ganz idyllisch. Hier hoch, wo ich meinen Finger hin zeige, geht es hoch zur Porze. Da ist auch die Porze Hütte. Und da sind besagte Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Und in die Richtung fahren wir nachher weiter. Da geht es zum Biathlonzentrum. Da ist auch dieser Wohnmobilstellplatz. Und ja, ach so, hier Richtung Porze hoch gibt es auch noch den Klappsee. Auch ganz idyllisch, ein richtig schöner Bergsee. Ich glaube zum Baden aber nicht geeignet, das ist auch wirklich richtig kalt. Dieser See hier ist übrigens auch nicht zum Baden, ne? Das ist nur so, ja, zum Chillen und Gucken. Hier hinten haben die einen Grillplatz noch gemacht und hier läuft so eine Mühle. Das ist sowieso in diesem Tal, sind sehr, sehr viele Mühlen. Ja, ist ganz schön hier. So, das waren jetzt noch mal so 1,6 Kilometer unten direkt an der Geil lang. Im Hintergrund seht ihr schon das Dorf. Also wenn man jetzt hier oben an der Straße lang fahren würde, das ist vielleicht ein Kilometer. Und hier befinden wir uns jetzt auf diesem Wohnmobilstellplatz. Der ist also direkt am Biathlonzentrum von Obertiljach. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit ergreifen, euch kurz ein bisschen was über den Wintersportort Obertiljach zu erzählen. Wintersportort ist ja so eine sehr allgemeine Bezeichnung. Also das ist hier nichts für Leute, die den großen Skizirkus suchen. Also wer jetzt so Sella Ronda oder Kronplatz mäßig hier eine Skischaukel erwartet, der wird hier enttäuscht sein. Also hier gibt es einen großen Gondellift, also einen großen Lift und vier Schlepplifte. Insgesamt 16 Pistenkilometer, also wirklich überschaubar. Für uns als Flachland-Tiroler reicht das völlig aus. Wir sind trotzdem abends platt und sitzen mehr, als wir Skifahren. Es gibt auch dann am Abend keine großen Après-Ski-Partys oder nichts. Also es gibt noch, für uns geht es einmal kurz in die Sauna, dann zum Abendbrotessen, noch einen Schnaps auf dem Zimmer und dann geht es ab ins Bett. Die zweite Möglichkeit, die man hier hat, ist Langlauf. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Biathlonzentrum und dieses ganze Tal hier hinter uns und in die Richtung ist alles Langlaufgebiet. Wir hirschen hier auch so bescheiden lang mit unseren alten Latten, aber es ist eigentlich eher für Sportler. Ne? Hier sind viele Nationalmannschaften, Junioren-Nationalmannschaften, die hier trainieren. Wir sind ja auf einer Höhe von 1500 Metern. Die haben hier ab Anfang November, glaube ich, fangen die hier an, die Piste zu präparieren für Sportler. Da steht man als
als Laie, als Urlauber manchmal eher im Wege. Wir fahren hier sehr, sehr gerne her, wir suchen die Ruhe, uns reicht es von den Pistenkilometern her aus, aber es ist jetzt nicht wirklich, dass hier der große Skizirkus stattfindet. Ich gehe noch mal einmal kurz hier über den Platz mit euch, dass ihr das mal seht. Wir haben hier auch schon mal gestanden. Also man steht mitten in der Natur, ihr seht es ja direkt neben der Geil, also das ist jetzt auch kein großer Komfortplatz. Hier gibt es Stromsäulen, hier hinten gibt es in dem Häuschen Frischwasser und da kann man auch die Toilette entsorgen. Und ich bin der Meinung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube Duschen und Toiletten kann man oben im Biathlonzentrum dann auch benutzen. Also wir haben hier auch schon mal gestanden, man ist hier wirklich mitten in der Natur und herrlich ruhig. Hier seht ihr die Wasser- und Entsorgungsgeschichte und hier oben, wie gesagt, das Biathlonzentrum. Ich denke mal, wir fahren mit den Rädern jetzt noch mal kurz hoch, zeigen euch das noch mal ein bisschen, die Anlage dort, und dann geht es für uns weiter hier oben rein und einfach ein bisschen die Natur genießen. Im Hintergrund das Hauptgebäude vom Biathlonzentrum, da ist auch eine Gaststätte drin. Und wir befinden uns jetzt hier direkt auf dem Schießplatz oder Schießstand. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da steht noch die Zahl 2021, da hat hier die Junioren-WM stattgefunden. Also das ganze Gebiet hier ist zum Langlauf und Biathlonsport als Trainingsanlage perfekt. Übrigens kleine Anekdote, hier haben wir immer gelegen und geschossen, das gab es oder gibt es glaube ich immer noch im Winter, dass man mittwochs nachmittags Urlauber schießen oder wie, ja, keine Ahnung, jedenfalls kann man das mal machen. Man kriegt 10 Schuss, darf 5 liegend und 5 stehend abfeuern. Wir haben nur auf die großen Scheiben geschossen, also nicht auf die ganz kleinen 5 cm oder 4,5, was die sind. Und wer alle 10 getroffen hat, da wurde ein einwöchiger Urlaub in Obertiljach ausgelobt. Keine Chance. Also da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, wie weit diese 50 Meter dann doch entfernt sind und wie schwer das Gewehr am Ende wird und was man da so für einen Flattermann kriegt. Also es war eine interessante Erfahrung und man hat noch größeren Respekt vor den Sportlern bekommen, ne? Die, ich sag mal, im höchsten Tempo 4-5 Kilometer fahren und sich dann hier hinsetzen oder hinlegen und hinstellen und auf diese Scheiben da schießen. Also war sehr interessant. Wir fahren mal ein Stück weiter und melden uns dann wieder aus der Natur. Wir sind jetzt hier eine ganze Weile auf dem Grenzland-Wanderweg mit den Fahrrädern gefahren. Es geht hier hoch. Oder wir kamen aus dieser Richtung. Es geht öfter mal ziemlich steil bergan. Also wenn ihr gerne ein Fahrrad fahren möchte, würde ich schon auch einen Guide empfehlen. Ist schon ganz gut. Sehr bequem. Und aber allerdings auch ganz wichtig, gern vielleicht Mountainbike fahren. Also es ist schon ziemlich schotterweg, der Weg. Ja, ansonsten fährt man durch schönen Wald. Jetzt sind wir hier im Schöntal. Und ich glaube, wir haben uns gerade überlegt, zu diesem Stuckersee zu fahren mit den Fahrrädern. Den kennen wir noch nicht. Und wir schauen mal, wie der so aussieht. Soll ganz hübsch sein, haben wir uns gerade sagen lassen. Ja, das machen wir. Den Rädern jetzt diesen Fahrweg hier lang gefahren. Also man kommt wirklich relativ weit. Wir sind jetzt ein bisschen gestoppt worden durch diese Mühle hier, die mal irgendwann abgegangen ist. Aber wir sind guter Dinge, dass genau da hinten jetzt auch der See ist. Ja, hier noch ein bisschen ländliche Idylle. Kitschiger geht's nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Donnerstück hier.
keine Ahnung. Ja, so ist es mit uns. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass wir immer relativ unvorbereitet an die Sachen rangehen. Wir nehmen uns irgendwas vor und dann sehen wir was anderes Schönes, was wir interessant finden oder als interessant empfinden. Und manchmal ist es dann so, dann landet man eben hier. Ja. Und wo kein See ist. Ja, das wird wohl noch ein Stück höher sein, ne? Ja. Aber mit den Fahrrädern ist das mir jetzt nicht mehr. Kommt man nicht weiter mehr. Ja, vielleicht anschließend, dass wir vielleicht doch noch zu Fuß gehen, weil wir haben eigentlich nicht die richtigen Schuhe an heute. Schade! Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, die Räder hier so einfach hinzulegen, ne? Weiß nicht, ob man sehen kann. Jetzt sind die Kühe schon verdächtig nah an dem Bike, was da liegt. Ja, wenn die einmal daneben treten, dann kannst du hier zu Fuß runterlatschen. So ist das, ne? Wir sind hier die Eindringlinge. Es ist schon interessant, wie sich die Landschaft in den Jahreszeiten verändert. Da, wo Anja jetzt langkommt, ist im Winter alles Loipe. Das geht dann hier über diese Brücke, hier immer schön entlang. Da kommen wir mit den Fahrrädern offensichtlich jetzt nicht lang, das ist alles zugewachsen. Ich vermute mal, da wir jetzt zum Klammerwirt wollen, müssen wir jetzt hier ein Stück Straße fahren. Ja, heute ist nicht so ganz unser Tag. Also wir haben hier den Weg gewählt zum Klammerwirt, den fahren wir im Winter gerne mit den Langlaufskiern. Heute waren leider viele Wanderwege gesperrt durch Forstarbeiten. Und jetzt sind wir hier beim Klammerwirt. Übrigens der Ausblick hier grandios. Wenn man hier auf der Terrasse sitzt im Winter und es ist alles weiß, wunderbar. Heuer ist geschlossen, nur für Hausgäste offen. Das heißt, wir müssen durstig wieder abfahren. Wir werden, glaube ich, wieder zurück nach Obertiljach. Mal schauen. So, wir sind jetzt vom Klammerwirt ein ganzes Stück Straße zurückgefahren. Und sind dann beim Biathlonzentrum wieder reingefahren und im Hintergrund seht ihr jetzt wieder diesen kleinen Relax-Teich, sage ich mal, wo wir heute Morgen gestartet haben mit diesem Kinderspielplatz und der Grillstation und wollen jetzt nochmal hier hoch. Da kommt jetzt irgendwann der Klapfsee und mal sehen, wenn wir gut in der Zeit liegen und die Akkus das noch hergeben, vielleicht auch noch hoch bis zur Porzehütte. So, das ging jetzt eine ganze Weile bergauf, also ordentlich Serpentinen und ja, mein Akku ist auch schon ziemlich, 7 Kilometer, sagt er, würde ich noch schaffen, bergauf. Von da sind wir gekommen. Und da hinten oben irgendwo ist die Porzehütte. Und hier ist dieser schöne See, der Klapfsee. Ja, trotz Motor, es ist nicht so ohne. Hier auch nochmal eine Feuerstelle von gestern. Da drüben wieder der Blick auf Obertiljach. Und da oben sieht man jetzt schon das Ziel, die Porzehütte. Und das werden wir auch noch schaffen. Ist jetzt nicht mehr weit. So, wir haben es geschafft. Die Akkus sind fast platt, wir auch. Das ist die Porzehütte, die sieht jetzt relativ neu aus. Das liegt aber daran, dass die vor ein paar Jahren komplett saniert wurde. Und wenn man hier hinter der Porzehütte hochläuft, da oben sieht man so einen kleinen Grat und so. Da kommt man direkt nach Italien rüber. Also da sind oben ist ein Grenzstein. Da kann man mit einem Bein in Österreich und einem Bein in Italien stehen. Und dort sind auch diese Stellungen und Unterkünfte von den Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Wir machen da heute nicht hoch, wir haben ja nicht das richtige Schuhwerk mit, wir sind ja nur mit den Rädern. Wir schneiden euch mal ein paar Bilder rein. Wir waren da oben schon mal, also wer sich wirklich so für Geschichte ein bisschen interessiert, das ist echt sehenswert. Stehen teilweise noch Bettgestelle in den Unterkünften und ja, das machen wir auf jeden Fall und wir gehen uns jetzt dort etwas stärken.
Geschichte. So, ihr seht, wir lassen uns das gut gehen. Kaspersknödel mit Krautsalat und Tiroler Knödel in der Suppe. Aha, es riecht gut. Und das Ganze mit schönen Blick ins Tal. Ja, wie man sieht, auch mit Motor ist es anstrengend. Wir waren jetzt so fast 45 Kilometer. Ich glaube 1300 Höhenmeter über den ganzen Tag verteilt. Merkt man auch in den beiden, auch wenn man eine gute Unterstützung hat. Wir sind ganz froh, dass wir die Dinge haben. Ja, es war ein ganz schöner Tag. Damit wollen wir uns eigentlich auch verabschieden aus diesem Video. Wir haben noch 2 Wochen Urlaub, also seid gespannt, was da noch kommt. Wir denken, es kommt noch was. Bis dann, ciao.